Alexander Zverev und Sofia Tomalla blicken auf den Beginn ihrer Liebe zurück. Im Oktober 2021 macht die TV-Moderatorin ihre Beziehung mit dem Tennisprofi öffentlich. Seitdem zeigen die Turteltauben immer wieder, wie glücklich sie miteinander sind. Doch wie lernen sich die beiden seinerzeit eigentlich kennen? In der Doku Zverev, der Unvollendete, erinnert sich das Paar an die Anfänge seiner Liebe. Der 25-Jährige beginnt zu berichten, dass sich die zwei schon seit einigen Jahren kennen. Erst bei einem Treffen in Berlin funkt es dann aber zwischen ihnen. Sofia erzählt ihrerseits: Kennengelernt haben wir uns über Freunde. Es ist keine romantische Geschichte. Manchmal spricht man dann miteinander und denkt, ja, kann was werden. Und dann entsteht es auch auf einmal. Das ging ja dann auch tatsächlich sehr schnell. Anschließend macht sie deutlich, dass sie keinen Versorger in ihrem Leben braucht. Stattdessen ist es ihr wichtig, sich stets auf ihren Schatz verlassen zu können. Sie erzählt, dass sie den Sportler immer anrufen und mit ihm über alles reden kann. Außerdem lachen die beiden viel miteinander. Was Sascha und ich auf jeden Fall teilen, ist unser Sinn für Humor. Wir haben auch beide einen sehr schwarzen Humor, gibt die Berlinerin zu. Scheint so, als sieht die Zukunft weiterhin rosarot für Alex und Sofia aus.